Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Channel. Vielen Dank fürs Einschalten, liebe Freunde, zu einem neuen Spiel, The Suicide of Rachel Foster. Keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Ich weiß nur, dieses Spiel sollen Leute, die wirklich psychisch labil sind, nicht spielen. Also es soll wohl richtig extrem sein. Genau gesagt kann ich auch nicht sagen, was das für ein Genre ist. Ob es jetzt Horror ist oder einfach ein Adventure. Wir werden es sehen. Ich habe es nur mal kurz gestartet, um die Einstellungen alle richtig einzustellen. Haben wir gemacht. Wir spielen es auf episch und starten einfach mal ein neues Spiel. Die Geschichte, von der du nun erfahren wirst, lebt von Detail. Ja, so schnell bin ich auch nicht. Dankeschön, Spiel. Achso, das wird nicht vorgelesen. Meine liebe Nicole. Okay. Du bist die Tochter, von der jede Mutter träumt. Schön, klug, gerecht. Wir haben gemeinsam viel durchgestanden und ich weiß, dass Dinge nicht immer einfach waren, aber erinnere dich daran, was Dr. Franklin nach deiner Rede auf der Abschlussfeier gesagt hat. Wenn man sich einem Drachen entgegenstellt, muss man Schwert und Schild bereithalten. Manchmal muss man wissen, wann man sich von dem Drachen zu verneigen hat. Für mich warst du immer eine Kämpfernatur, die angesichts der widrigsten Umstände mit den nötigen Waffen tapfer und heldenhaft in die Schlacht zieht. Wir haben nie darüber geredet, was mit deinem Vater passiert ist, aber nun ist es an der Zeit, dass ich dir ein paar Dinge erzähle, bevor diese Krankheit uns trennt. Die Affäre, die dein Vater vor 9 Jahren mit dieser jüngeren Frau hatte und ihr daraus resultierender Selbstmord, haben unsere Familie für immer zerbrochen. Ich kann mir vorstellen, was in diesem Moment durch den Kopf gegangen sein muss. Mein Vater existiert für mich nicht mehr. Ich kann nur meiner Mutter vertrauen. Dass dein Vater unser Vertrauen irreparabel zerstört hat und dass sie das Richtige getan hat, indem sie sich von dieser Klippe warf. Ich war bei dir. Ich war immer bei dir, als du dir die Schulter beim ersten Spiel ausgekugelt hast, als du die erste Nacht geweint hast in meinem Zimmer, das dir fremd war, als du Duncan Forbes 1985 unter dem Weihnachtsmistelzweig geküsst hast, in diesem ersten Jahr am College gegen Abtreibung demonstriert hast. Boah. Duncan war ein guter Junge, aber auch wenn ich es dir nie gesagt habe, habe ich mir gleich gedacht, dass es da nicht viel gab, über das ihr reden konntet. Miteinander zu reden bildet die Grundlage einer jeden Beziehung. Wenn man nicht miteinander redet, entfernt man sich voneinander. So vieles bleibt ungesagt, wenn die Zeit knapp wird. Zuerst einmal tut es mir leid. Sieht aus wie eine Beerdigung gerade. Ich hätte nie geglaubt, dass das Gefühl von Zorn einen guten Christen würdig ist. Aber ich habe den Zorn benutzt, um den Schmerz zu ertragen. Ich möchte nicht, dass du dein Leben lebst, so wie ich es getan habe. Liebes, ich möchte, dass du dich von der Vergangenheit ein für mal allemal lossagst. Deshalb will ich, dass du mir nun zuhörst. Verkaufe unser Hotel. Das Hotel gehört meiner Familie und damit dir. Kehre dorthin zurück, Nicole. Ich habe einen Anwalt aus Helena, Mr. Jenkins, damit beauftragt, dir diesen Brief nach dem Tod deines Vaters auszuhändigen. Da werde ich schon lange fort sein. Sieh dich kurz um, unterschreibe den Vertrag und verkaufe jene Wände, die nichts als Zorn umschließen. Zahle deinen Studienkredit ab und überschreibe den Rest der Familie des Mädchens.
lass uns die Geschichte ein für alle Mal beenden. Wir waren immer füreinander da. Ich wünsche, dass ich auch bei deiner Abschlussfeier dabei sein könnte. Bei der Geburt meiner Enkel. Aber so ist es halt. Wir wissen nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Widme deine Zeit der Liebe. Es gibt nichts anderes, wofür es sich zu leben, zu kämpfen und zu sterben lohnt. Glaube mir, ich liebe dich mehr als alles andere. Deine Mutter am 24. Juni 1991. Sehr textbasiert. The bad weather crossing Montana is amassing all the characteristics of an atypical storm. The bad turn is proving worse than expected, with above average winds and snowfall especially forecast for Helena National Forest Natural Reserve. The National Weather Service warns residents to follow all instructions given by local authorities and to avoid all unnecessary travel. Some concerned meteorologists are comparing it to the storm that hit Billings in 1955, with 42 inches of snow falling over a single night. Are we heading into the mother of all winters in Lewis and Clark County? Timeline. Sieht aus wie eine Zahnspange, oder? Hello from Montana. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Wir sind im Jahr 1955? Ne, warte mal, das ist Jahr 1965, 62, 43. Naja, wir sind... Quatsch, geht ja gar nicht. Mutter ist ja 1991 gestorben. Was laber ich denn eigentlich da? Ma. So, ich bin gespannt. Okay. That's all I remember from the night we departed 10 years ago. Okay, also wir müssen schon mal definitiv die Maus etwas schneller stellen. Boah, guck mal, wie viele Sprachen es für dieses Spiel gibt. Drehempfindlichkeit. Machen wir einfach mal so jetzt erstmal. Helligkeit machen wir auch mal ein bisschen höher, weil wir wissen ja alle, YouTube macht's etwas dunkler. Oh ja, viel besser. So, sieht aus wie eine Garage. Leere Achshalterung. Benzinfass. Ja. Okay. Hallo? Ja, okay. Unser kleines Auto. Moms Auto. Lennarts Motorrad. Jetzt müsste ich nur wissen, wer Lennart ist. The attorney said to check the office first. It should be just beyond the Mountain Museum at the end of the stairs to the main floor, if I remember right. Also ich hoffe, es ist kein Horrorspiel. Jetzt sag doch nicht, hier ist das. Hier gibt es so viele Wege, ey.
emergency. How can I help you? What's your emergency? Hello? Can you hear me? What's your emergency? Mr. McGrath, hi, it's Paulie from Century Telephone Company. I'm sorry to bother you, but as I told you last time, the company requires cutting off the telephone service to delinquent customers. I'm really sorry, Leonard, but my hands are tied. We have to go ahead. I'm sorry. Goodbye. Okay, ich denke mal, Leonard war unser Vater. Nicole, it's Jenkins, the attorney. The hotel chain that wants to take over your hotel has just dumped a mammoth holy Bible of documents on my desk that I need to check through. I have to personally go to the county land registry office before we meet. Listen, I know you didn't want to go to your father's funeral, but now the hotel is entirely your property. The law requires you to assess its condition before putting it on the market. Very noble of your mother to want to repay that poor girl's family, Rachel. Not everyone would deprive themselves of such a sum. Anyway, it's up to you now. Get to it, I'll bring you a burger, you... Boah, sehr, sehr, sehr textbasierend. Portland folks can only dream on. Oh, I left you some notes and a master key on the dining room table of your family's old apartment. Start your rounds from there. Yo! Give me a couple of hours. Don't run off, alright? So, Mr. Jenkins hat gesagt, dass er den Hausmeisterschlüssel in der Master Suite gelassen hat. We should have hired a decent attorney from Portland, Mom, not this potato head. Come on, let's do this. Dining room? Master Suite, also muss ich hoch. So, Erdgeschoss. Wird das hier irgendwo angezeigt? Warte mal, wo bin ich denn jetzt? Da, Office, oder? Ballroom, Fireplace Room, der ist draußen. Okay. Auf jeden Fall nach oben und dann nach rechts. Also erste Etage. Okay. Komisch, dass da noch Strom läuft hier. Was mich nur ein bisschen beunruhigt, ich kann auch schnell laufen. Ist egal. Dining. Guck mal, da steht. Okay. Gut, grafisch sieht's. Ja, okay aus, würde ich sagen. First Floor. Ja, First Floor. Dann nach rechts, habe ich gesagt. Zwar nicht hier, aber wir wollen trotzdem mal gucken. Oh, würde ich niemals... Koi get. Cool. Okay. Was steht da? Hübsche Badewanne. Ist natürlich auch wieder so typisch, ne? Schneesturm draußen. Ja. Master Suite. Da, Master Suite. Testament. Kann man das auch irgendwie übersetzen lassen hier, oder? Na, natürlich nicht. Jenkins bringt dir Miss Nicole Wilson in den Informationen. Das Nummer der Personal. Es erklärt, Wilson is intended to transfer the property of Leonard Grant. So, last will is Testament. Boah. Okay, ja. Ich hoffe mal, das wird alles übersetzt noch. Kalkulation, ja, aber für was? Hm.
Okay, da komme ich weiter. Dann mal gucken, ob wir hier reinkommen. Lennarts, was stand da? Lennarts Buch. Kann man aber auch nicht übersetzen lassen, oder? Oder gibt es hier noch eine Einstellung, wie man es übersetzt? Steuerung, da. Rennen. Scheiße, ich muss echt rennen. Also 1, Polaroid 2 und 3, Mikrofon. Okay, ich kann echt dann nichts machen. Book of Spirit Communicate. Okay, joa. Everything's here exactly the same as when me and Mom left 10 years ago. It's so... Doesn't matter. Quick tour, nothing more, Nicole. Victims in the last 3 days. The snow plows are ready, but we're waiting for the intensity of the snowfall to... No. ...that will be possible blackouts in the more isolated areas. Make sure your generators are... Seltsames Telefon, ja, Mann. ...stockpiles of fuel... Instructions to refrain from going outside unless isolate or to return. Was denn, wie ausmachen? Diskette. Oh. Alter Freund. This is the manager's key my mom wouldn't give me when I was little. I'll need a master key for the guest rooms though. Yes. Okay, Schlüssel haben wir. What is this, a joke? Hello? Can you hear me? Is this Miss McGrath? Wilson. McGrath was my father's. This is, Helena Federal Emergency Management Agency. My name is, Irving Crawford. Mr. Jenkins told me you'd be arriving. Mr. Jenkins is a very enterprising man. Oh, I guess so. I wouldn't know. I'm kidding. Oh, right. Any reason for your call, Irving, from Federal... Whatchamacallit? I'm calling to assist you during your stay at the hotel. What? The Timberline is old but sturdy. You'll enjoy your stay and be safe, no problem. The furnace, wiring, it's all under control. Oh, okay, enough. What? I don't know what Jenkins told you, but I have zero intention of staying here longer than, let's say, 20 minutes. Oh. But the storm. Yeah, it doesn't matter. I'm leaving straight away. Maybe you're not aware. Thanks for everything. Irving, right? Irving. Yeah. Bye. Eiskalt. Ah, hier passieren wieder einige Sachen. Ich hör's schon kommen, beziehungsweise. Never thought to find anything like that. Oh, Karte war hier. So, Checklist. Wohin muss ich nochmal? Ich hab keine Ahnung, wo ich hin muss. The fuck, Alter. Boah, Mann. Jetzt weiß ich auch, warum die sagen, Kopfhörer aufziehen. Junge, 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 Junge. Hallo? Hey, you still there, Irving? Huh? Oh, yeah.
I'm still here, Miss McGrath. I mean, Miss Wilson. When you said this shack was sturdy... Oh, that's what I was trying to tell you before. Around these parts, the weather... How much time do I have to move? The snow piles up pretty quick, and some parts over 3,000 feet are already icing over. I gotta risk it. You're not thinking of taking the car? offensichtlich schon, offensichtlich nicht. Ja, wie kann ich das jetzt auswählen? Ja. Nicole, listen. If your car breaks down, we can't come get you. Not even with tanks. Whatever happened to Miss Wilson? Sorry about that. I just... Nicole is fine. That said, thanks for everything. Again. Thanks. Seriously, if you ended up out there with your car gone dead, with 12 inches of snow and 20 degrees below zero, your lungs would collapse in a few minutes. I remember how things work in the mountains. Luck doesn't exist. As a FEMA agent, I have to insist... You know, you're not the first man. To do what? To try and stop me. Hey, wait! Bye! What can go wrong? I have a 1986 Dodge. Ja, aber so sah der Wagen nicht aus, Liebelein. Upsala. Gruselig. Ich habe immer noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Hol das Auto und verschwinde von hier, bevor der Sturm losgeht. Okay. Stay here a minute more. No way. The attorney, he'll take care of everything. Fuck all this. Rennen sieht aber anders aus, Liebelein. Okay, jetzt bin ich einmal im Kreis gegangen. Okay. Oh, Küche. Ja, ist klar. Und der läuft noch. Fireplace, Fire, Ballroom. Hier muss doch irgendwo. Wo bin ich jetzt? Ah, hier wieder. Ja, jetzt springt der Wagen nicht an. Das ist alles so... sowas von abgekatert jetzt hier. Das ist doch kein Dodge. Man. Tell me you changed your mind. You there? Right. It's a direct line. I can't find my car keys. My fucking car keys. I left them on the seat. You sure? Think so. Maybe someone... No. Listen. This office is about 12 miles from the hotel as the crow flies. It's 40 miles by road. There's nothing or no one in between, and that's not a good thing right now. God damn it. I knew it. Oh, maybe the keys are in your pocket. Wow, that didn't even cross my mind. Only trying to help. Yeah, that was kind of bitchy. No problem. The keys will turn up. The good news is that we have these new cell phones. That's what they call them. Radio doesn't reach out there. I bypass the signal to create a direct line through a shortwave sequencer. It's like a two-way radio station that's always open. Oh, this place... I vowed to never come back. Listen, I might only be a voice, but remember I'm here for you. If you need me, just call. Yeah. Seriously. Oh, fine. Das erinnert mich so ein bisschen an Firewatch, das Spiel. Ich muss die Tür zur Garage aufbekommen, hoffentlich funktioniert das. Ich muss die Tür zur Garage aufbekommen. Hoffentlich funktioniert das.
Als ob ich nicht schon in der Garage bin. Ich bin in der Garage. Und dann haben wir ja hier den Electric Room. Kann ich mal Lichtschalter betätigen, ey, oder was? Mann, wohin muss ich denn? Ich muss die Tür zur Garage aufbekommen. Can't open the garage door. It's a conspiracy, damn it. Stuff freezes up with the cold. I have to get out of here. I'm not sure you get it. Look, I left this place 10 years ago. I had no idea I would have to come back here, let alone stay a night. Nicole, I know your story. Everyone in the valley knows it. Your father, Rachel. Kann man das denn da auswählen? Let's just forget it. I didn't want to be out of line. Don't mention the past. Okay. Okay, das müssen wir noch herausfinden, was wir da jetzt genau machen müssen, um das da auszuwählen. Ach, jetzt kann ich hier rein. Found anything useful? No. No keys, no garage door. I can't get out of here without freezing. Christ. It's probably only for a night. The conditions might get better tomorrow. They might? Look, I'll be on duty all day. Call me when you want. Even just to talk. Okay. Oh, thanks, Irving. Just doing my job. Nicole? Yeah. If I may. What? I'd like to give you some advice. If it comes with the job. You're safe up there. Just relax. It'll be fine. Das glaube ich nicht. Okay. Later. I can't believe it. I'm stuck. Shit. Ich hab keine Ahnung, wo ich lang gehe, ne? Was steht hier jetzt für mich? Was auf der Checklist? Oh, Tag 1. Ja, Tag 1. Okay, ich habe echt hier gepennt. Naja, Leute, aber eigentlich auch. Hello? You still there? Is that a joke? Yeah. Well, you're improving. What's up? Oh, nothing. I mean, just wanted to say, you got everything you need to have a smooth night. But you should take a look at the main power system. You know, no one's been up there since... Leonard's death. 5 days might not seem like much, but the timberline has an age. I don't know. When I lived here, I was only a kid. I can barely find the bathroom. Well, that's a good start. Like, at least I won't wet myself? No. I didn't mean... Don't blush, kid. I was just kidding. Oh. I just... I'll call if I need you. Okay, kurz Checkliste. Immer noch nichts. Okay, können wir mittlerweile hier rumswitchen? Polaroid und so? Nein, können wir auch nicht. Naja, Leute, dann würde ich mal sagen, Teil 1 erstmal beendet hier. Wir werden gemeinsam in der nächsten Folge weiterschauen, was das Ganze jetzt hier mit sich auf sich hat, so rum. Ja. Lasst dem Projekt gerne einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar da. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschalten würdet, wenn es wieder heißt The Suicide from Rachel Foster. Macht's gut, bis dahin, bleibt gesund und ciao.